Willkommen zu meinem neuen LaTeX-Tutorial. Heute möchte ich zeigen, wie man griechischen Text mit LaTeX schreibt. Prinzipiell gibt es ganz unterschiedliche Methoden, Sprachpakete in LaTeX einzubinden. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Methoden, Griechisch zu schreiben. Eine möchte ich heute vorstellen, die benutzt das bekannte und recht beliebte Babel-Paket, das ich selber auch immer wieder gerne benutze. Deshalb gebe ich hier mal ein Use Package Babel. Dazu gehören in aller Regel noch ein paar Optionen. Normalerweise benutze ich immer das Ngerman, die Ngerman-Option, die eben dazu dient, neue deutsche Rechtschreibung, vor allem bei der Worttrennung eben zu verwenden. Und ich gebe jetzt noch zusätzlich die Option Ibicus ein. An der Stelle ist es wichtig, dass Ibicus nicht als letzte Option genannt wird. Als letzte Option steht hier Ngerman. Das hat eine ganz bestimmte Bedeutung, denn die letzte Sprachoption, die im Babel-Paket genannt wird, die sagt, welches die Hauptsprache des Dokuments ist. Das heißt, wenn ich Deutsch als letzte Option nenne, dann werden auch automatisch erstellte Überschriften beim Literaturverzeichnis oder beim Inhaltsverzeichnis auf Deutsch gesetzt und alle anderen Sprachen, die ich hier aufführe, also das könnte auch Englisch, Französisch oder andere Sprachen könnten da noch dazukommen, aber alle anderen sind eben nicht die Hauptsprache des Dokuments. Und Ibicus darf eben nicht die letzte Option hier sein, weil es dafür nicht gedacht ist. So, wenn ich dann dieses Paket eingebunden habe, dann ist es ganz einfach, griechischen Text zu schreiben. Ich muss einfach nur eine Ibicus-Umgebung erstellen. Also sage ich Beginn Ibicus, Endibicus und dann kann ich Griechisch schreiben. Schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht das aus. Wunderbar, hat geklappt. Ich kann das mit lateinischem Text mischen. Ich kann also hier sowas schreiben. Und wir sehen dann sogar, diese griechische Umgebung erzeugt keinen automatischen Zeilenumbruch. Das ist in manchen Situationen sicherlich auch im Sinne des Anwenders. Und wenn ich hier noch eine Leerzeile einfüge, dann sehe ich auch, der Zeilenumbruch wird erzeugt. Also kann man das ganz so verwenden, wie man das gerade braucht. Zu den Buchstaben, die man schreiben kann und wie man die schreiben kann. Es ist relativ intuitiv, würde ich sagen. Die üblichen Buchstaben, die man im Deutschen genauso wiederfindet, die kann man natürlich auch genauso eingeben, wie man das erwartet. Alpha ist A, Beta ist B, Gamma ist G und so weiter. Hier sehen wir bereits, das X ist nicht das Xi, sondern das Chi. Also orientiert sich das eher so ein bisschen am Schriftbild. Ansonsten hat man eben noch das Eta, das wird mit einem H wiedergegeben. Das Theta wird mit einem Q wiedergegeben. Das Xi wird mit einem C wiedergegeben. Chi ist X, das habe ich ja schon gezeigt. Das Omega mit einem W und das Psi mit einem Y. Und das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Das griechische Y ist nämlich das U. Also es orientiert sich tatsächlich eher am Schriftbild als an der Übertragung ins lateinische Alphabet bei einigen Buchstaben. Das Ganze sieht dann entsprechend so aus. Man kann auch ein Digamma schreiben, das wird mit dem V wiedergegeben. Und, genau. Eine Sache ist recht wichtig, das Sigma wird, wenn es am Ende des Wortes und oder in der Mitte des Wortes geschrieben wird, unterschiedlich
dargestellt. Also ich mache das mal ein bisschen größer. Wir sehen, ich habe zweimal einfach ein S eingegeben. In der Mitte des Wortes ist es dieses runde Sigma, am Ende des Wortes entsprechend das andere Sigma. Also braucht man sich darüber noch nicht einmal selber den Kopf zu zerbrechen, ob man jetzt ein S in der Mitte oder am Ende des Wortes eingibt. Wer dieses Sigma hier ganz bewusst erzeugen will, der kann das mit einem J tun. Also wenn ich ein J eingebe, dann wird automatisch dieses Sigma am Ende erzeugt. Ja, so viel zu den Buchstaben. Habe ich jetzt noch einen vergessen? Ich glaube nicht. Großbuchstaben, kein Problem. Einfach die großen lateinischen Buchstaben eingeben und es wird entsprechend gesetzt. Ach ja, genau, das Phi hätte ich vielleicht noch erwähnen können. Phi ist natürlich einfach ein F, sehen wir ja hier. Ja, wie man es auch erwarten würde. Gut. Das nächste, was wichtig ist, das sind die Akzente. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen wollte, ich schreibe den ersten Vers der Ilias, dann ist das irgendwie sowas wie Menin Aeide Thea Pelei Areo Achilleos. So würde das ungefähr aussehen. Aber da sind ja jetzt noch gar keine Akzente drin. Die möchte ich natürlich auch haben. Und da gehen wir einfach mal von vorne nach hinten durch. Den Zirkumflex, den gebe ich mit einem Ist-Gleichzeichen an und das Zeichen schreibe ich einfach hinter den Buchstaben, über dem es erscheinen soll. Also das sieht dann so aus. Dann habe ich hier gleich zwei Akzente und zwar brauche ich einen Spiritus, weil das Wort ja mit einem Vokal anfängt, und ein Akut. Das mache ich einfach mit dem Apostrophzeichen und zwar da sollte man aufpassen, dass man das richtige Zeichen verwendet. Man verwendet hier die Taste, wo auch das Rautezeichen drauf ist. Also ein anderes, wenn man andere Symbole benutzt, wird man da möglicherweise nicht weit kommen. Aber wenn man das hier angibt, sieht das so aus und es werden auch tatsächlich beide Akzente auf denselben Buchstaben gesetzt. Das heißt, das funktioniert soweit. So. Dann haben wir bei diesem Wort ein Trema auf dem Jota, das macht man mit einem Pluszeichen. Das heißt, hier wird das Trema richtig wiedergegeben. Wir haben auch hier wieder ein Akut. Passt also. Wenn wir ein Gravis angeben wollen, dann müssen wir die Taste rechts von dem Fragezeichen benutzen, dann bekomme ich das hier und wenn man sich das mal anschaut, würde das dann so aussehen. Gehe jetzt einfach mal ein bisschen wild durch den Satz durch, um auch noch ein paar andere Zeichen zu zeigen. Wenn ich beispielsweise ein Jota Subscriptum haben möchte, das geht mit einem senkrechten Strich, wird dann entsprechend so dargestellt. Wenn ich bei einem Wort die Akzente vor den Buchstaben haben möchte, kann ich die entsprechend auch vor den Buchstaben schreiben. Das wird dann
so dargestellt. Das hat man ja gerade bei Großbuchstaben in aller Regel. Fehlt noch was? Ich bin am Überlegen. Wir haben die Spiritus, wir haben Acut gravis circumflex, Iota subscriptum. Ah, genau. Es gibt noch die Möglichkeit, ein Punkt, der unter den Buchstaben gesetzt wird, mit dem Ausrufezeichen zu machen. Das ist natürlich gerade dann sehr interessant, wenn man auf die Betonung eines Wortes eingehen will. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ein Wort am Ende ein Apostroph trägt, um zu verdeutlichen, dass hier irgendwie ein Endvokal wegfällt oder so etwas in der Art. Das kann man eben mit einem Apostroph machen, mit demselben Buchstaben, mit demselben Zeichen, das man auch für den Akut verwendet. Da unterscheidet LaTeX eben, ob das nach einem Vokal oder nach einem Konsonanten gesetzt wird. Sieht dann entsprechend so aus. Dann gibt es natürlich auch noch Satzzeichen. Wir haben das griechische Fragezeichen, das ja ein Strichpunkt als Strichpunkt geschrieben wird. Und wenn ich hier ein Fragezeichen eingebe, dann entsteht hier auch ein Strichpunkt. Also das ist dann auch orientiert sich an dem griechischen Schriftbild. Ich kann Punkt und Komma setzen und das wird dann entsprechend ja, als Punkt und Komma eben wiedergegeben. Hier sehen wir Komma, hier sehen wir Punkt. Wir können einen Hochpunkt machen. Das wäre hier ein Strichpunkt. Sieht dann so aus. Und ja, der Doppelpunkt, der bleibt eigentlich auch erhalten. Das heißt, wenn ich hier einen Doppelpunkt setze, bleibt das ein Doppelpunkt. Fehlt sonst noch etwas? Ich glaube nicht. Also damit sollte man eigentlich in der Lage sein, allerhand griechische Texte zu schreiben. Falls euch noch irgendwas aufgefallen ist, das fehlt und ihr weitere Fragen habt, benutzt bitte die Kommentarfunktion. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zu meinem nächsten Video.